Berechne den Umfang und den Flächeninhalt von diesem Rechteck. Dazu brauchen wir die Breite klein b und die Länge groß L. In diesem rechtwinkligen Dreieck ist diese Höhe h die Hypotenusenhöhe. Wir wissen durch den Höhensatz, der im Tutorial D3027 als direkte Konsequenz vom Satz des Pythagoras bewiesen wird, dass h im Quadrat gleich ist zu 6 mal 2. Also so. H im Quadrat ist also gleich 12. In diesem rechtwinkligen Dreieck wissen wir durch den Satz des Pythagoras, dass b im Quadrat gleich ist zu 2 im Quadrat plus h im Quadrat. Da h im Quadrat aber 12 ist, wissen wir, dass b im Quadrat 4 plus 12, das heißt 16 sein muss. Und daraus schließen wir, dass die Breite des Rechtecks 4 ist, die Quadratwurzel von 16. In diesem rechtwinkligen Dreieck wissen wir, wiederum durch den Satz des Pythagoras, dass L im Quadrat, die Hypotenuse im Quadrat, gleich ist zu 6 im Quadrat plus h im Quadrat, die Summe der Quadrate von den beiden Katheten. Da h im Quadrat aber 12 ist, wissen wir, dass L im Quadrat 36 plus 12, das heißt 48 sein muss. Also ist die Länge L die Quadratwurzel aus 48, das heißt 4 mal Quadratwurzel von 3. Wir haben also die Breite und die Länge des Rechtecks herausgefunden und somit können wir jetzt sehr schnell den Flächeninhalt finden. Das ist Breite mal Länge, also diese Breite b mal diese Länge L, das ergibt 16 mal Quadratwurzel von 3 und der Taschenrechner liefert dann sofort diesen Dezimalwert. Vergessen wir nicht, einen Flächeninhalt in der richtigen Einheit auszudrücken. Hier sind das Quadratzentimeter, weil diese Maße in Zentimeter angegeben werden. Jetzt noch der Umfang. Der Umfang, das ist 2 mal Breite plus Länge. Also 2 mal diese Breite 4 plus diese Länge L. So stoßen wir auf 8 plus 8 mal die Quadratwurzel von 3. Und der Taschenrechner liefert sehr schnell diesen Dezimalwert. Vergessen wir auch hier nicht, den Umfang in der richtigen Einheit, hier Zentimeter, auszudrücken. Und die Aufgabe ist schon beendet.